took what you treasure, and I'm never gonna give it up. Yeah. I've been hoping for it, I've been planning for it. I'm the villain, and I'm gonna take it, take it. Servus, Freunde. Heute gibt's einmal ein bisschen was, ich sag oldschool. Ja? Und oldschool muss nicht zwangsweise immer heißen, dass oldschool altmodisch ist, sondern das ist eigentlich meiner Meinung nach sowas wie ein AC/DC-Song. Man kann es gar nicht oft genug hören und es ist einfach immer wieder genial. Und ich zeige euch heute mal meine Variante vom Fondue. So, Fondue, da denken die meisten an Silvester bei Oma, ja? Oder an dieses typische Fettfondue oder an dieses typische Käsefondue, wo man hinterher 10 Schnaps braucht, damit man wieder aufrecht gehen kann. Und wir machen aber heute unser Stollfondue. Und das Wichtigste am Fondue, und das machen die wenigsten so wahrscheinlich, ist die Brühe. Denn die Brühe ist das, was im Endeffekt dieses Fleisch würzt und das, was nochmal richtig Knacks, Bums, also was wirklich Geschmack macht. Darum muss diese Brühe extrem würzig sein und extrem viel Druck haben, denn dieses Fleisch vom Fondue ist ja meistens nicht gewürzt. Wenn ihr das dann in einer belanglosen Bouillon oder heißen Fett einfach nur reinhält, dann wird es zwar irgendwie gar, aber schmecken tut es nicht. Und heute machen wir mein Lieblingsfondue, und zwar das sogenannte Surf and Turf Fondue. Surf and Turf kennen viele, das ist eigentlich, kommt das aus Amerika, und zwar war das so die erste berühmte Kombination aus Fleisch und Fisch, dieses Surf and Turf, das man kennt, ein Filetsteak mit einem Hummer. Und wir machen das heute ähnlich, wir machen ein Surf and Turf Fondue, aber das Wichtigste ist eben die Brühe, und ich habe mir jetzt hier schon mal einen Hummer vorbereitet. Und hier, den habe ich jetzt einmal der Länge nach halbiert, und das ist der sogenannte High Press Lobster oder High Pressure Lobster. Das bedeutet, dieser Hummer wird nicht wie die meisten Hummer lebend ins kochend heiße Wasser geschmissen, sondern dieser Hummer wird in einem sogenannten Unterdrucksystem quasi implodiert oder explodiert. Das heißt, er hat, fühlt keine Schmerzen, und wir können ihn roh und glasig verarbeiten. Ich habe ihn jetzt einmal in der Mitte durchgeschnitten und habe die Scheren auch schon ausgelöst, weil das wird später auch in unser Fondue mit einfließen. Und für alle, die jetzt meinen, boah, Fleisch und Fisch, geht das überhaupt? Glaubt's mir's, die geilste Kombination überhaupt ist ordentliches Rindfleisch und Lobster. So, man sieht jetzt hier schon, dieser Lobster ist wirklich noch komplett roh. Und wenn wir den nachher in die Brühe geben, dann macht es richtig Geschmack. Diese Schalen sind entscheidend wichtig, und die heben wir uns jetzt mal auf. Und dazu machen wir jetzt einfach noch ein bisschen Wurzelgemüse. Wurzelgemüse heißt alles, was rumliegt. Ich nehme jetzt mal Karotten. Und jetzt kommt auch wieder die Frage, hey, der Maurer, der schält ja seine Karotten nicht. Ich glaube, dass die wenigsten Köche, wenn die einen Soßen- oder einen Brühenansatz machen, die Karotten schälen. Das macht man vielleicht in der Berufsschule, wenn man gute Noten will in der Zwischenprüfung oder in der Abschlussprüfung. Aber ich kenne nicht viele Köche, die das im Endeffekt so betreiben. Ich nehme ein bisschen Karotte, dann nehme ich eine Zwiebel, auch mit Schale. Ne? Also alles, was wir in unseren in unsere Brühe schmeißen, ruhig mit Schale. Dann nehme ich noch ein bisschen Knoblauch. Ja, und den schneide ich jetzt nicht mal. Den zerdrücke ich einfach nur. Mit dazu Sellerie. Hier dasselbe Spiel. Ich schäle meinen Sellerie nicht für Wasser. Einfach bloß in so grobe Würfel schneiden. Und dann ein bisschen Ingwer. Und das gibt dem Ganzen natürlich dann so eine kleine asiatische Frische. Und Schwammerl. In Bayern sagt man ja nicht Pilze. In Bayern sagt man Schwammerl. Und hier eignen sich echt am allerbesten. Die schauen zwar fürchterlich aus, also die schauen immer aus, als wären sie schon halb tot. Aber Shiitake-Pilze. Shiitake macht einen mega Geschmack, also ist wirklich verantwortlich fürs Umami. Und jetzt, wenn ihr mal schaut, das ist jetzt ein ganzen Haufen Gemüse, und jetzt fangen wir einfach an und rösten unsere Hummerkarkassen. So, die Karkassen, ich nehme jetzt erstmal eine große Pfanne,
mit einem großen Boden und schmeißt die Karkassen da rein. Komplett ohne Öl und ohne Fett. Und das fängt jetzt ja gleich an zu rauchen. Und das ist so dieser Ansatz, den wir machen. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, der Hummer wird gleich richtig, richtig rot. In der Zwischenzeit hole ich mir mal mein Gemüse. So, als nächstes gebe ich das Gemüse dazu. Auch wirklich fast kein Fett. Und röste, weil ich will ja richtig tolle Farbe haben. Und auch wieder einfach ein bisschen weiter rösten. So, wenn alles schön angeröstet ist, dann kommt das Wichtigste. Und es gibt so in der Küche ein paar Spiritosen, die sind unentbehrlich. Beim Fisch ist es Nollibrat. Das ist ein Wermut. Und das ist so im Endeffekt wie Martini. Und keine Küche kommt ohne Nollibrat aus. Und das andere ist Portwein. Und auch hier gehen wir ordentlich dazu. Und das lassen wir jetzt mal richtig schön wegreduzieren. Also das lassen wir jetzt richtig runterballern, bis fast nichts mehr da ist. Und dann füllen wir es erst in den Topf um. So, wenn der Alkohol einigermaßen wegreduziert ist, dann füllen wir das Ganze in einen größeren Topf um. Und jetzt gieße ich das Ganze mit Brühe auf. Einfach eine schöne Rinderbrühe. Wir kochen einmal im Monat eine richtige Menge. Wir kochen immer gleich 150 Liter. Und dann mache ich noch 2 Drittel Wasser drauf. Und jetzt kommt ein Trick. Und zwar einmal Sojasauce. Es gibt den ganzen so ein bisschen so ein Dashi-Fond. Nicht zu sehr, damit es nicht zu salzig wird. Einfach ein bisschen Sojasauce. Und was wir jetzt hier haben, das sind getrocknete Maronen, Steinpilze, Rotkappen. Also irgendwelche Schwammerl, die getrocknet sind. Und das Ganze, das lassen wir jetzt wirklich in aller Ruhe auf die Hälfte runter reduzieren. Und das ist unser Bums. Ne? Wir würzen jetzt auch überhaupt nicht mit Salz oder Zucker oder Pfeffer, sondern wir machen jetzt wirklich nur Gemüse, Hummer, Schwammerl. In der Zwischenzeit habe ich mir hier schon mal was vorbereitet. Ein wunderschönes Flank. Das Flanksteak oder die Flanke oder der Franzose sagt Bavette. Ne? Im deutschen Zuschnitt heißt es auch gern mal Hose. Ne? Manche Metzger sagen auch Dünnung dazu. Wir nennen es Flanke. Und der Witz ist, eigentlich ist das auch immer ein B- oder C-Cut gewesen, also einer von den schlechteren Teilen. Und mein Vater zum Beispiel, na, auf den werden wir später auch noch zu sprechen kommen, mein Vater, der hat das Flank immer ins Gulasch geschnitten. Und ich habe jetzt hier grob das Sehnigere und das Flachsigere weggeschnitten. Das schmeiße ich auch nochmal in meinen Topf, weil ich will ja einen richtig schönen Geschmack. Jetzt gehe ich her und schneide mir mein schönes marmoriertes Flank in dünne Streifen. Und wenn es was gibt, was mich am Fondue total nervt, dann ist es, wenn du immer solche Fleischboller hast, so 2 auf 2 Zentimeter, die ewig lang nicht fertig werden. Ja? Und das andere, wenn du nur 2 so blöde Gabeln hast. Und dann hast du oftmals, wenn du zum Fondue eingeladen bist, solche Brocken wie beim Gulasch. Und dann wartest du natürlich ewig, ja, bis die fertig sind. Und dann hat jeder nur 2 Gabeln. Das ist natürlich nervig. Fondue ist eigentlich, könnte man sagen, so die Ursprungsform von Foodsharing. Sich treffen, am Tisch gemeinsam essen. Aber das hat halt mit Foodsharing, das ist mir ein bisschen zu rustikal. Und deshalb machen wir das einfach ein bisschen anders. Ich nehme so ganz normale Schaschlikspieße und baue das so zusammen, schneide das in dünne Tranchen und stecke das einfach hier so drauf. Und dann könnt ihr nebenbei zu eurer Hauptgabel immer noch 5, 6 so kleine Spieße reinstecken. Hat auch den Vorteil, dass man die wunderbar vorbereiten kann.
Und Flank eignet sich natürlich perfekt. Dadurch, dass ich das jetzt so dünn schneide, ist es auch viel schneller fertig. Also ich muss es einfach nur kurz durch die Brühe ziehen. Und das ist ja auch der Gedanke, wie bei so einem japanischen Sukiyaki. Wenn das Ganze dann so ausschaut, und das könnt ihr halt wunderbar vorbereiten, und dann zieht ihr euch das einfach nur ein bisschen so in die Länge, und dann gart es halt auch viel schöner und gleichmäßiger und vor allem um einiges schneller. Mit dem Hummer machen wir es genauso. Den schneiden wir jetzt einfach bloß in schöne große Stücke. Und auch die nehmen wir jetzt einfach nur auf so Schaschlikspieße. Dann geht es nämlich nachher um einiges schneller. Was wäre das perfekte Fondue, wenn man nicht die kalten Soßen hätte, beziehungsweise einfach diese Dips, in die man eintaucht. Und da habe ich jetzt was ganz Besonderes vorbereitet. Oldschool ist das Programm und ich zeige euch jetzt meine Lieblingssoße. Und zwar ist das eine Soße, die ist echt schon uralt, aber da ist alles drin, was schmeckt. Und das ist die sogenannte Sauce Tartare. Und wir machen einen Dip draus und da kommt alles rein, wie man es auch schon vor 50 Jahren gemacht hat. Also wirklich Sardellen, Kapern, Schalotten, Essiggurken, Senfkörner, Ketchup, Senf und Dinge, die in keiner modernen Küche mehr zu finden sind, außer man kocht halt gern oldschool, aber Dinge, die für mich essentiell sind. Tabasco, Worcestersoße und Cognac. Ich verrate euch nochmal was. Es gibt ein Gericht, das könnte ich jeden Tag essen. Und es gibt nicht viele Gerichte, die man jeden Tag essen könnte. Aber wenn es was gibt, dann ist es ein Tartare. Aber nicht jetzt irgendwie so ein Styler-Tartare oder so ein Tartare mit Avocado-Topping und Miso-Mayonnaise, auch wenn wir das oft machen und ich das auch gern mag. Aber wenn es um ein Tartare geht, dann lieb ich diese klassische Zubereitungsform. Und genau diese Ingredienzien, die ins Tartare kommen, daraus machen wir uns jetzt einen Dip. Und das ist wirklich very old school. Ich nehme jetzt einfach mal eine Schüssel und habe hier Essiggurken in kleine Würfel geschnitten. Die Köche sagen Brunoise. Alles mit rein. Richtig schöne Essiggurken. Gehackte Kapern, die kommen auch mit rein. Dann habe ich hier was vorbereitet, siehst du das? Das sind Sardellen. Und Sardellen werden eigentlich in der klassisch-französischen Küche immer als Würzmittel benutzt. Also in jede coole Sauce Remoulade zum Beispiel gehören Sardellen. Dann habe ich hier noch ein bisschen fein gehackte Zwiebeln. Dann habe ich noch ein bisschen gequollene Senfkörner. Ja. Und dann kommt was, was ich liebe und was sie die wenigsten verwenden. Als Spritzer, Worcester, der schaut nichts und der lügt auch nicht. Und genauso, das liebe ich seit meiner Kindheit, was wäre eine Schinkenpizza ohne Tabasco und was wäre ein Tartare ohne Tabasco. Dann habe ich hier einen Senf und dann habe ich hier Ketchup und dann verrühre ich das Ganze einmal. Jetzt kommt nochmal was, ein Relikt aus vergangener Zeit, weißer Pfeffer aus der Mühle für die Schärfe. Man könnte jetzt noch einen Spritzer Zitronensaft dran machen, könnte man, für die Säure. Man könnte aber auch noch ein Ei dran machen. Und mein Vater hat immer, wenn er was besonders gut machen wollte, einen Spritzer Cognac. Also Cognac-sche macht die Soße besser. Und wenn ihr euch das jetzt anschaut, dann haben wir einen wunderbaren Dip. Das ist 60er Jahre Oldschool. Das ist 50er, 60er Jahre Oldschool. Aber wir machen jetzt auch noch ein bisschen was anderes. Und zwar auch ein Tipp eher aus der Not heraus. Wir haben schnell nur irgendeine Senfsoße gebraucht. Und diese typische Honig, Dill, Senf, Gravid Lux, es ist uns einfach hinten ausgehängt. Und wir wollten auf die Kürze was zusammenputzeln im Endeffekt. Und auch hier ganz einfach. Ich nehme nur ein bisschen Senf. Und wie ich immer so schön sage, süß, scharf, sauer, salzig. Ja? Das ist so die Prämisse. Einfach bloß ein bisschen Senf. Na? Hier haben wir jetzt ein bisschen Schärfe, ein bisschen Säure. Dann kommt auch ein Sirup dazu.
Dafür kommt kein Honig und kein Zucker dazu. Als nächstes nehmen wir wieder Oldschool, unseren schönen weißen Pfeffer. Ein bisschen was Saures brauchen wir, dann machen wir noch einen Spritzer Essig rein. Und natürlich Olivenöl. Aber die Hauptingredienzien sind Ahornsirup und Jalapenos und Senf. Und ich habe die jetzt schon mal gehackt. Und das sind diese typischen, klassischen Jalapeno-Ringe. Die kennt man alle vom Chili Cheeseburger. Und das ist einfach nur ein wunderschöner Dip, der auch perfekt zu unserem Fondue passt. Die Kombination aus Senf, Jalapeno und Ahornsirup und einem Spritzer Olivenöl, die ist vielleicht nicht alltäglich, aber schmeckt sensationell. Fleisch ist fertig, die Dips sind fertig. Was jetzt noch fehlt, ist unsere Brühe. Die ist jetzt soweit runtergekocht und die wird jetzt einfach nur in unseren Fondue-Topf passiert. Und das Schöne ist, die wird ja immer nur noch besser, je mehr Hummer und je mehr Beef da reinkommt. Tja, und jetzt einfach bloß draufgestellt. Also das ist unser klassisches Steu-Fondue, leicht asiatisch angehaucht, Surf and Turf, das heißt Hummer, Wagyu Beef und ein Oldschool-Klassiker, Tatar, Tapenade und Jalapeno, Ahornsirup, Senfdip. So, und das Dessert, das gibt's natürlich auch. Ich habe euch ja Dessert versprochen und tja, wir sind bei Fleischglück. Das heißt, wir werden jetzt auf keinen Fall Apfelküchel machen mit Vanilleeis oder irgendein Schmarrn, sondern es geht wirklich um Beef, es geht um konzentrierten Geschmack. Und jetzt stellt euch vor, diese Brühe, die von Haus aus schon richtig geil schmeckt, ja, hat 2 Stunden lang ein Tauchbad aus Hummer, Wagyu und Beef bekommen. Das muss ja einfach nur gut schmecken. So, und das ist unser Dessert. So, ihr nehmt euch einfach eine schöne Tasse, einen Schöpfer und so schnell ist es mit dem Dessert auch erledigt. Man sagt hierzu auch Beef Tea oder Power Tea und es ist halt einfach extrem intensiv konzentrierte Brühe. Das ist das, was wir als Umami bezeichnen. Geschmack aufs Maul.